So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen dieses Mal wieder Micro City. Dazu habe ich bereits ein paar Videos gemacht. Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber dieses Mal kümmern wir uns um die Zwei-Spieler-Variante und zwar in diesem Falle hier um die kompetitive Variante, sprich einer gegen einen und nicht um die Koop-Variante. Micro City, so klein die Schachtel auch ist, bietet diese Varianten alle, sowohl Solo als auch zwei Spieler Koop als auch zwei Spieler kompetitiv. Und ich habe hier auch schon mal den Aufbau dafür hingelegt. Die Spielmechanik unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Solo-Spiel. Allerdings, was die Spielziele angeht, gibt es hier einige mehr Möglichkeiten in der kompetitiven Variante. Das gucken wir uns jetzt im Aufbau mal an, im Einzelnen. In der Mitte seht ihr nach wie vor eine Stadt aus vier Distrikten. Wir haben einen blauen Spieler, einen roten Spieler und jeder hat zwei Würfel und in diesem Falle fünf Investmentmarker. Das seht ihr hier an diesen Häuschen. Im Solospiel, ihr erinnert euch vielleicht, gibt es acht davon. Wir haben hier einen Time Tracker, einen Rundenzähler, der steht jetzt auf 20. Jeder Spieler ist im Prinzip 10 Runden lang dran. Es wird abwechselnd gespielt und runtergezählt. Hier haben wir den Siegpunktezähler. Es geht jetzt nicht darum, wie im Solospiel hier Gebäude zu bauen und dann die Karte damit erledigt zu haben oder auch fortgeschrittene Varianten davon, sondern es geht darum, Punkte zu sammeln. Die werden dann hier aufgetragen. Jeder Spieler hat ein Ressourcenboard. Es fängt an mit 0 Kohle, Stahl und Holz und dann mit etwas Geld. Warum, wieso, weshalb, kommen wir gleich nochmal dazu. Jeder Spieler hat die gleichen 6 Projektkarten. Das sind identische Karten, die haben keinerlei Unterschiede. Aber hier unten hat sich jetzt was getan. Wir haben keine Building Cards mehr, sondern wir haben einmal auf der rechten Seite hier unten die sogenannten Goal Cards, die Zielkarten. Da seht ihr Punkte daneben und Ressourcen, die man einsetzen muss dafür. Und wir haben hier auf der linken Seite aufgedeckt 2 Vorteilskarten, Advantage Cards heißen sie, und einen verdeckten Stapel von weiteren davon. Die spielen ebenfalls eine Rolle, die können von Spielern gewonnen werden, wenn sie jeweils die hier unten beschriebenen Bedingungen erreichen. Gucken wir uns gleich in 1 oder 2 Runden mal an. Im Einzelnen gibt es bei den Projektkarten zur Solo-Version einen wesentlichen Unterschied, und zwar betrifft das die Projektkarte mit dem Würfelwert 2. Dort ist die Advanced Action beschrieben mit Don't move the time marker this round or gain 1 money and 1 resource of any kind. Das heißt aber in diesem Falle, dass das für das Zweispieler-kompetitive Spiel nicht gilt. Hier kann man den Zeitmarker nicht stillstehen lassen. Es muss bewegt werden. Also gilt hier für die Advanced Action bei der Projektkarte 2 immer die zweite Option. Man bekommt ein Geld und irgendeine Ressource, die man sich dann aussuchen darf. Das heißt, ich kann mich nicht hier entscheiden, den Time Marker stehen zu lassen. Das muss ich immer tun, den Time Marker bewegen nach meiner Runde. Dann zu den Goal Cards. Die sehen im Prinzip alle ähnlich aus. Ich brauche diese Ressourcen in irgendeiner Building Action auf einem Wohngebiet, wie auch im Solospiel auch. Nur baue ich dann eben nicht ein Gebäude komplett oder auch hier zum Beispiel die Golden Gate Bridge Stück für Stück, sondern ich setze diese Ressourcen ein, um diese Punkte hier zu bekommen. Das heißt auch, in diesem Falle hier, gutes Beispiel, 2 Geld und irgendeine Ressource und ich bekomme 2 Punkte. Ein Geld, ein Kohle, ein Stahl, ich bekomme 3 Punkte und ein Kohle, ein Holz, ich bekomme 2 Punkte. Je nachdem, was ich habe, hier liegen 3 Ressourcen, 3 Goal Cards aus, 3 Zielkarten. Ich kann immer entscheiden, auf welche Karte ich gehe. Wenn ich hier eine Advanced Action in einem Wohngebiet durchführe, dann kann ich mich entscheiden, auf welcher Karte ich welche Ressourcen einsetze, um wie viele Punkte zu bekommen. Die werden dann hier oben abgetragen. Auch hier gilt es natürlich, wie bei den Gebäudekarten auch, dass hier dann die Investmentmarker platziert werden müssen. Und ich habe nur 5. Das heißt, ich brauche also auf der Area, wo ich meine Aktion durchführe, als auch auf dem Goal, auf dem Ziel, was ich erreichen möchte, jeweils einen Investmentmarker. Ich muss also mit den Investmentmarkern durchaus haushalten. Die Advantage-Karten, die Vorteilskarten, beschreiben eine Bedingung, die ein Spieler, wenn er sie erreicht in seiner Runde,
sofort umsetzen kann in diese Siegpunkte. Das heißt aber auch, nehmen wir dieses Beispiel hier, have investment markers on 4 district cards. Wenn also ein Spieler dran ist und in jeder Distriktkarte einen Investment Marker mindestens irgendwo platziert hat, dann kann er sagen, das Ziel habe ich gerade erreicht, ich nehme mir diese 3 Punkte, trägt sie hier ab und diese Vorteilskarte kommt zu ihm auf seine persönlichen Ablagestapel und es wird eine neue Vorteilskarte gezogen und aufgedeckt. Kümmern wir uns jetzt nicht drum, sondern wir fangen gleich einfach mal mit einem Spielchen an. Das, was ich hier vorbereitet habe. Auslosen, wer der Startspieler ist, machen wir nicht. Wir sagen einfach mal, Rot ist der Startspieler. Dafür bekommt Blau erstens aber ein Geld mehr, nämlich 3 anstatt 2. Und zweitens darf Blau jetzt zuerst wählen, wo er anfängt. Und da es erstmal ums Ressourcensammeln geht, ist es sicherlich sinnvoll, vielleicht mal hier anzufangen. So, wichtige Regel im kompetitiven Spiel: Der Ingenieur eines anderen Spielers darf nicht in der gleichen Area landen wie der eine Spieler, sondern es muss immer in unterschiedlichen Areas sich aufgehalten werden. Das gilt für den Start, insbesondere aber auch sogar auf den Distrikt. Das heißt, ich muss hier mit dem Startspieler Rot auf einem anderen Distrikt sogar starten. Das mache ich hier. Und jetzt geht's ganz normal los. Ich spiele mal 2-3 Runden pro Spieler an und dann gucken wir uns die Spielsituation mal an. Normalerweise sind die Projektkarten bei den Spielern auf der Hand. Ein wichtiges Merkmal noch ist, eine Projektkarte, die von jetzt Rot in diesem Fall als Startspieler gespielt wird, darf nicht vom Blau in seinem Zug dann als gleiche Karte nochmal gespielt werden. Deswegen müssen abgelegte Projektkarten für alle sichtbar bleiben. Heißt aber auch, Pasch 6, entschuldigt, so, Pasch 6, wir brauchen Ressourcen. Wir erinnern uns, Standardaktion hier in Wohngebieten ist 2 Geld gewinnen. Advanced Action ist ein Ziel umsetzen. In diesen Industriegebieten ist die Standardaktion 1 Ressource gewinnen, die Advanced Aktion 2 Ressourcen gewinnen. Und in den Commercial Areas, in den Handelsgebieten, ist die Standardaktion ein Material gegen ein anderes auszutauschen und ein Geld zu gewinnen. Und die Advanced Aktion ist ein Material gegen 2 Ressourcen anderer Art auszutauschen und ebenfalls ein Geld zu gewinnen. So, was ich brauche, sind Ressourcen. In diesem Falle lasse ich die 6 einfach mal. Dann gucken wir mal auf die Projektkarte. Die Advanced-Aktion dieser Projektkarte 6 lohnt sich noch nicht. Das hieße nämlich alle Projektkarten, die man gespielt hat, zurückgewinnen. Das brauchen wir nicht, aber wir können 2 Geld oder 1 Ressource auf jeden Fall auch gebrauchen. Das können wir überall. Und wir schauen noch mal weiter, was wir an Projektkarten haben. Ich würde gerne 2 Felder weit gehen, weil wir nämlich hier hin müssen, um mit der Advanced Aktion 2 Stahl zu gewinnen. Das heißt, ich brauche aber jetzt entweder die Projektkarte Nummer 3 oder die 4, weil nur hier 2 Felder für den Ingenieur möglich sind. Und wir könnten zum Beispiel diese Karte spielen. So, wir werden jetzt also diese Karte spielen. Das heißt, Rot fängt an, bewegt sich 2 Felder, spielt dann die Basisaktion dieser Projektkarte. Das ist ein Geld tauschen gegen eine Ressource. Ein Geld gegen eine Ressource. Es ist eigentlich relativ egal, was wir brauchen. Wir nehmen mal ein Holz. So, ein Holz.
Damit haben wir diese Karte gespielt. Die kommt jetzt auf die Ablage. Ich lege sie mal hier unten hin und sollte für alle, auch für den Gegner, sichtbar sein. Denn er darf jetzt die Projektkarte Nummer 3 in seinem Zug, der kommt, nicht spielen. So, erster Teil erledigt. Jetzt kommt die Investmentphase. Das heißt, wir spielen hier die Advanced Action für dieses Feld, für dieses Gebiet, in dem wir hier sind, und gewinnen 2 Stahl. Und müssen sowohl jetzt in dem in der Area hier, als auch, nein, das ist das Investment, was wir gemacht haben. Den Marker müssen wir setzen. Das war's, haben die 2 Stahl gewonnen. Und damit haben wir den Zug erledigt. Und wir müssen unseren Rundenzähler 1 weitersetzen. So. Gewürfelt hatten wir, Projektkarte haben wir gespielt, Investment haben wir getätigt, sprich Stahl gewonnen, Investmentmarker ist platziert. Wir waren, weil wir eine Advanced Action gemacht haben, nicht sparsam, bekommen deswegen kein extra Geld. Ich erinnere euch an das, an die Solo-Let's Plays, die ich gemacht habe. Da wird das nochmal etwas genauer erklärt. Jetzt ist Blau dran. Blau hat jetzt eine Restriktion, er darf nicht die Projektkarte Nummer 3 spielen. Aber erstmal muss er sowieso würfeln. Eine 5 und eine 4. Er könnte sich zum Beispiel auf 2 Kohle stürzen oder auf 2 Holz. Für 2 Kohle musste nur ein Feld laufen. Ist vielleicht die interessantere Variante. Damit gewinnt er auf jeden Fall 2 Kohle. Womit können wir dienen? Was ist das? Ist jetzt eigentlich keine große Rolle, was wir machen. Er könnte jetzt sogar direkt einen Distrikt upgraden. Muss er das tun? Könnte er tun? Das machen wir einfach mal. Wir wollen sowieso Holz oder Kohle hier uns holen. Obwohl, nein, wir wollen eigentlich nur ein Feld. Wir wollen nur ein Feld weit. Deswegen brauchen wir die Projektkarte 4 nicht. Ich sag mal, wir nehmen die Projektkarte 6. Nee, die brauchen wir auch noch, weil wir später eventuell alle Projektkarten frühzeitig zurückholen wollen. Ich könnte das hier tun. Wir müssen wieder 2 Felder laufen, ist auch blöd. Auch ungeschickt. Eigentlich bringen uns die Projektkarten gerade alle irgendwie nichts. Wir machen das hier. Wir machen es doch ein bisschen anders. Wir kümmern uns um Holz. Wir spielen 2 Felder. Ich darf nicht dahin, wo der rote Ingenieur steht. Lande auf diesem Feld. Dann wähle ich hier die Advanced Action. Muss ich mal gucken, ob ich den richtigen Distrikt jetzt upgrade. Jawohl. Rüste diesen Distrikt auf. Hab die 4 ausgegeben. Spiele sie und komme jetzt mit der anderen Advanced Action und gewinne 2 Holz. 2 Holz werden hier abgetragen. Damit habe ich mein Investment getätigt, muss also hier auch den Investmentmarker platzieren. Habe eine andere Projektkarte gespielt als mein Gegenspieler vorher und kann jetzt den Rundenzähler eine runtersetzen. So, damit ist Rot wieder dran. Er darf jetzt nicht die Projektkarte mit der Nummer 4 spielen. Auch wichtig. Ich muss mit Rot würfeln. Ich mache das richtig. 4 und 5.
So, die Projektkarte 4 darf ich nicht spielen als Rot. Heißt aber auch, ich kann aufgrund der verbleibenden Projektkarten nur ein Feld weit laufen. Und könnte damit entweder hier hinlaufen und das, ich glaube, das ist das Einzige, was ich machen könnte, ein Ziel erreichen, indem ich hier eine Advanced Action auf diesem Wohngebiet mache, eine fortgeschrittene Aktion. Das hieße aber, dass ich Ressourcen einsetzen müsste, um ein Ziel zu erreichen. Wir gucken mal, welche Ziele ich erreichen kann überhaupt. Ich habe keine Kohle, ich habe nur ein Geld. Das heißt, ich kann maximal dieses Ziel erreichen, 3 beliebige Ressourcen, 1 Holz, 2 Stahl, könnte ich einsetzen, um 2 Punkte zu bekommen. Ich habe noch nicht 3 oder 4, ich kann keine dieser Vorteilskarten nutzen, 3 oder 4 Investmentmarker auf dem Feld liegen noch nicht, 2 Holz habe ich nicht. Was könnte ich noch tun? Ich überlege gerade etwas, ob ich etwas handeln könnte. Bevor ich irgendwie ein Ziel verfolge, das ist vielleicht auch sinnvoll, das könnte man tun, wenn ich jetzt Kohle will, müsste ich entweder hier hin oder ich müsste hier handeln. Um hier handeln zu können und ein bisschen mehr handeln zu können als nur mit einer Standardaktion, würde ich vielleicht sogar hier die Advanced Action setzen. Dazu brauche ich eine 3. Um die 3 haben zu können, nehme ich Projektkarte Nummer 2, die Standardaktion, laufe ein Feld, setze einen Würfel auf einen beliebigen Wert, mache aus der 4 eine 3, habe damit diese Karte gespielt und jetzt nutze ich hier die fortgeschrittene Aktion, die erweiterte Aktion auf dem Handelsfeld, auf dem Handelsgebiet und erlaube mir einen Stahl gegen ein Holz und sagen wir, wir machen 2 Kohle und ein Geld einzutauschen. Muss dann hier meinen Marker platzieren und bin damit durch mit meiner Runde. Blau ist dran. Einserpasch. Blau darf jetzt, wir erinnern uns, nicht die Projektkarte Nummer 2 spielen, diese hier. Wir gucken mal, was Blau machen kann. Blau hat 2 Holz, könnte zum Beispiel dieses Ziel erreichen, muss dazu aber auf irgendein Wohngebiet und braucht dann dort die fortgeschrittenen Aktionen. Dafür müsste es zum Beispiel nach hier. Bräuchte also nur ein Feld laufen, braucht dann aber eine 2 oder eine 3, hat die nicht. Darf aber nicht diese Projektkarte spielen, um die Würfelwerte zu verändern, weil die hat ja eben gerade Rot gespielt. Das ist also nicht ganz trivial, was ich jetzt machen kann. Also sammle ich wahrscheinlich weiter Ressourcen. Ressourcen sammeln wäre zum Beispiel hier die Kohle, wenn ich nur ein Feld laufen wollte, oder der Stahl, wenn ich 2 Felder laufen wollte. Denn hier kann ich ja nicht hin. Hier kann ich zwar hin, aber hier bringt mir das nichts, weil bereits ein Investmentmarker drauf liegt. Das heißt, ich kann also hier nicht, dann könnte ich hier nichts tun. Wir gucken, ein Feld, ich glaube die 5 ist gar nicht so schlecht. Ein Feld, tauschen 3 Geld gegen 2 Ressourcen, das sagt uns hier die Projektkarte mit der Nummer 5, 3 Geld gegen 2 Ressourcen, 1 Kohle, 1 Stahl und
Wir entfernen einen Investmentmarker von irgendeinem Gebiet, nehmen wir den eigenen, haben die Projektkarte gespielt. Jetzt kommen wir zu der Investmentaktion hier. Hier können wir nicht viel tun. Die fortgeschrittene Aktion ist uns versperrt, weil wir keine 5 oder 6 haben. Aber wir können die einfache Aktion nehmen. Wir gewinnen ein Kohle. So. Und damit sind wir mit Blau soweit auch wieder durch und können den Rundenzähler runtersetzen. Und Rot ist dran. Ich wollte jetzt so zumindest mal so lange spielen, bis irgendeiner sein Ziel erreicht. 3 und 6. Das könnte jetzt vielleicht sogar klappen. Wir gucken mal. 2 Felder weiter ist hier eine Advanced Action, eine fortgeschrittene Aktion möglich. Das heißt, wir können mal schauen, ob wir mit der Projektkarte 4, die dürfen wir spielen, weil Blau hat zuletzt 5 gespielt. Könnten wir 2 Felder weit laufen und könnten welches Ziel denn verfolgen? Ein Holz, ein Kohle, ein Geld für diese 3 Punkte. Ein Holz, ein Kohle, ein Quatsch. Ein Geld, ein Stahl, ein Kohle für die 3 Punkte hier. Ein Stahl, ein Kohle, ein Holz für 4 Punkte. Stahl, Kohle, Holz, 4 Punkte, das kriegen wir hin. Wir können uns auf dieses Ziel hier stürzen mit Rot. Das heißt, wir spielen Projektkarte Nummer 4, laufen 2 Felder, setzen die Standardaktion, entferne einen Investmentmarker von irgendeinem Gebiet oder gewinne eine Ressource. Das wollen wir jetzt mal nicht. Wir wollen den Investmentmarker zurückhaben. Das ist immer so ein bisschen Haushaltssache, dass man immer genug hat. Sonst kann es nämlich sein, wenn man mal keine mehr hat, dann verliert man zwar nicht wie in der Solo-Variante sofort das Spiel, aber man verliert auf jeden Fall einen Siegpunkt. Und da wir noch gar keinen haben, wollen wir das Risiko gar nicht erst eingehen. So, wir haben jetzt die 2 Felder gespielt. Jetzt kommt die fortgeschrittene Aktion auf diesem Feld. Das heißt, wir machen eine Build-Action. Und das ist in diesem Falle, wir nehmen dieses Ziel hier unten. Ein Holz, ein Stahl, ein Kohle, setzen das ein und erreichen dieses Ziel. Tragen uns 4 Punkte ab auf der Siegleiste und müssen natürlich auch hier den Investmentmarker in dieser Area setzen. So, was haben wir gemacht? Wir haben also jetzt wieder 2 Investmentmarker, wie beim gewöhnlichen Gebäudebauen auch, eingesetzt und haben 4 Siegpunkte gesammelt. Der Unterschied zu der Solo-Variante ab jetzt ist dann aber auch, dass auch von hier aus die Investmentmarker wieder entfernt werden können. Wenn ich also zum Beispiel solch eine Projektkarte wieder spiele, kann auch ein Investmentmarker von einer der Zielkarten entfernt werden, damit dieses Feld wieder frei wird für den Nächsten, der wieder 4 Punkte sammeln möchte, wenn er denn die Ressourcen dafür gesammelt hat und hergeben kann. Das heißt also auch, hier können jetzt Investmentmarker wieder zurück in die Pools der jeweiligen Spieler gelangen. So. Damit haben wir das auch abgeschlossen und wir könnten die Runde beenden und Blau ist wieder dran. Wir spielen noch mal 1-2 Runden weiter und gucken, was wir machen können. 1 und 2. Ich schaue gerade nach möglichen Zielen, die man so für Blau erreichen könnte. Das sieht im Moment noch nicht so spannend aus. Blau bräuchte auf jeden Fall auch noch etwas Geld, um hier so andere Ziele zu erreichen. Oder einfach nur 3 Ressourcen für die 2 Punkte hier oben. Aber für 2 Holz kriege ich auch 2 Punkte. Das hier wäre zum Beispiel ein Ziel. Dann habe ich 2 Holz, die habe ich hier. Oder ein Holz, ein Kohle wären auch 2 Punkte auf dieser Karte. Dazu muss ich aber 2 Felder weit gehen. Wir gucken mal an, was wir machen können. Wir laufen mit dieser Projektkarte 2 Felder weit, setzen die Standardaktion ein, ein Geld gegen eine Ressource, können das aber nicht tun, das heißt, es passiert nichts, die Karte ist gespielt, das ist eine andere als die Projektkarte, die der Gegner vorher gespielt hat, es macht nichts, wir setzen jetzt auf dem Feld aber hier die fortgeschrittene Aktion ein, bauen mit der 2 und bauen dagegen dieses Ziel, nehmen wir zum Beispiel das hier.
ein Holz, ein Kohle, ein Holz, ein Kohle für 2 Punkte. Und damit geht dann auch dieser Investmentmarker hierhin. Okay, und dann geht der Zeitmarkierer, der Rundmarkierer wieder einen runter und Rot ist dran. Pasch 4. Rot braucht wieder ein bisschen Ressourcen. Rot hat 2 Geld und 1 Kohle, sonst nichts. Das heißt, Rot kann nur ein Feld laufen. Das heißt, wir sammeln vielleicht ein bisschen Holz oder wir sammeln etwas Geld. Wir nehmen die Projektkarte Nummer 6, laufen hier hoch, nehmen die Standardaktion, gewinne 2 Geld oder eine Ressource. Wir entscheiden uns in diesem Falle für die Ressource, und zwar für, sagen wir mal, Holz. Haben die Karte gespielt, zwar nicht die 3, sondern die 6, alles gut. Auf dem Feld nutzen wir die Standardaktion, das ist in diesem Falle 2 Geld gewinnen, in einem Wohngebiet die Standardaktion zu setzen. Das heißt, wir gewinnen 2 Geld, müssen natürlich hier den Investmentmarker setzen und sind dann fertig. Jawohl, und den Rundenzähler wieder runter. Blau ist. Ich glaube, auf dem Schiefer scheppert das gerade mit den Würfeln erheblich. Muss ich mir gleich mal im Video anhören beim Schneiden, wie ich das dann mache mit dem Ton. So, die 5 und die 2. Jetzt könnte ich zum Beispiel die Projektkarte 2 mit einer fortgeschrittenen Aktion einsetzen. Das können wir mal machen. Wir nutzen mal die Projektkarte 2. Hierhin und nutzen hier die fortgeschrittenen Aktionen. Wie gesagt, den Rundenzähler runtersetzen müssen wir tun, das können wir nicht abwählen. Also gewinnen wir ein Geld und eine Ressource. Da nehmen wir zum Beispiel Holz. So, ein Geld und eine Ressource haben wir gewonnen. Die Karte gespielt. Dann haben wir jetzt hier auch auf diesem Feld die fortgeschrittenen Aktion, dass wir 2 Holz gewinnen. Mal hätte ich dann doch eben hier einen Stahl. Nehmen wir das zurück, nehmen wir hier einen Stahl und wir gewinnen jetzt 2 Holz auf diesem Feld. Und jetzt kommt noch was. Jetzt haben wir diese Vorteilskarte. Have your investment markers on 3 different types of quarters. Genau das habe ich jetzt gerade erreicht. Das heißt, diese 3 Punkte gehören mir. 1, 2, 3. Habe ich jetzt Rot überholt in der aktuellen Punktezählung. Diese Vorteilskarte kommt weg. Und es kommt eine neue drauf. Hier steht, besitze 9 Ressourcen deiner Wahl. Und dann gibt es einen Punkt. Okay. Blau zählt ganz kurz durch. 3, 5, 6, 7. 7 Ressourcen deiner Wahl. Nee, Material darf es nur sein. Das heißt also, es darf nur Holz, Stahl oder Kohle sein. Das sind dann insgesamt 6. Das reicht also nicht für die 9. Und auch bei Rot sieht es im Moment schlecht aus mit 9 Ressourcen. Da sind es nur 2. Also kriegt im Moment keiner diesen Punkt. So, jetzt haben wir aber einmal alles gesehen, was das Erreichen von Zielen angeht. Wir haben gesehen, was das Erreichen eines Vorteils angeht. Wir haben diverse Investments gesehen, wir haben das Projektkartenspiel gesehen. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, Blau war jetzt dran, die Runde ist zu Ende. Das geht jetzt natürlich noch mehr als die Hälfte des Spiels fehlt noch, bis das Ganze fertig ist. Und danach ist es relativ einfach, wer gewonnen hat, nämlich der, der hier weiter vorne liegt. Bei einem Putt geht es dann darum, ich gucke auch nochmal nach. Bei einem Putt, wenn beide gleich Siegpunktezahl hätten,
dann würde die Anzahl der gewonnenen Vorteilskarten pro Spieler zählen. Wer da die meisten hat, gewinnt dann das. Dann würde sich das Partie damit auflösen. Und wenn auch diese Anzahl der Vorteilskarten gleich ist, dann gewinnt der mit den meisten Ressourcen. Ja, und wenn es dann immer noch gleich ist, dann ist es halt ein Unentschieden, ein gekonntes Unentschieden. Okay, das war der erste Einblick in das ganze Spieler gegen Spieler für Micro City. Vorgestellt habe ich euch das ja schon in mehreren Videos von Thistle Games aus Polen. Ein lustiger kleiner Kickstarter aus 2020, der jetzt immer mehr Spaß macht, weil ihr seht ja, ich kann Solo spielen, ich kann zu zweit Koop spielen, ich kann zu zweit gegeneinander spielen. Jede Variante hier ist möglich und das alles in einer lustigen kleinen Schachtel mit sehr hochwertigem Material. Ihr seht das hier, die Holzmiepel sind ordentlich bedruckt, da gibt es keinerlei Vertun. Die Würfel sind in einer guten Qualität, die Karten haben ein schickes Finish, das passt alles. Ich kann es nur weiterempfehlen, wenn ihr es irgendwo spielen könnt, macht das einfach. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, euer Spartakus.